habe ich neben mir stehen Jutta Steinruck, Oberbürgermeisterin von Ludwigshafen. Hallo Jutta. Hallo, grüß dich. Wie geht's dir? Wie bist du hierher gekommen? Also ich bin heute schon ziemlich aufgeregt. Immerhin tut ja ein Ludwigshafener Bub, der Ahmad Ali, den ich ja schon seit Jahren auch kenne und dem ich und ihm und seiner Familie sehr verbunden bin, heute wirklich kämpfen. Er will alles geben und heute ist der zweite Todestag seines Vaters. Er ist also wirklich schon mit dem Herzen heute dabei und er will heute seinem verstorbenen Vater einen Sieg schenken und ich werde alles tun, dass ich ihn unterstützen kann. Das werden wir, glaube ich, alle machen. Jutta, du hast ja die Schirmherrschaft hier von der Veranstaltung, von dem Alles-oder-Nichts-Fight übernommen. Wie kam es dazu? Rainer Gottwald, so wie er ist, hat mir eine Mail geschrieben vor 2,5 Jahren oder fast 3 Jahren, als die letzte Veranstaltung hier in Ludwigshafen war. Und dann hat er mich davon überzeugt, weil ich erst gedacht habe, einen Boxkampf hatte ich noch nie, was wollen die von mir? Rainer hat überzeugt und zu Beginn hat mich überzeugt, dass er tatsächlich auch viel Gutes tut. Nicht nur Box-Events organisiert, sondern mit seinem großen Herzen tatsächlich auch Menschen hilft, die Hilfe brauchen. Und unser Hospiz Elias hier in Ludwigshafen ist eine fantastische Einrichtung und dass er das unterstützt, hat mich damals überzeugt. Dann war ich hier voll mit Vorurteilen, so wenn man zum Boxen geht und wie schlimm ist das alles. Und ich bin eines Besseren belehrt. Ich war zwischendurch dann schon mal bei anderen Boxcampen und ich finde einfach die Stimmung und alles total richtig gut. Und ich freue mich jetzt auch auf den Abend. Ja, das freuen wir uns auf jeden Fall auch. Und was bedeutet denn der Boxsport für Ludwigshafen? Gucken wir am Beispiel von Ahmad Ali. Ein junger Mensch mit Migrationshintergrund, den hat der Boxsport auch tatsächlich integriert. Er hat gekämpft, er hat was fürs Leben gelernt, er hat einen Job. Er ist so gut integriert und ich bin mir sicher, wie bei vielen anderen auch, was der Sport, dieser Kontakt auch zu den anderen, die ihn zu einem wertvollen Teil der Ludwigshafener Gesellschaft dann auch gemacht haben. Und Sport ist immer gut, gerade für junge Menschen. Und ich bin auch froh, dass der Rainer sich darum gekümmert hat, dass Kinder aus dem Kinderheim, Flüchtlingskinder heute hierher kommen können. Weil vielleicht finden die ja auch den Weg zum Sport und machen dann ganz große Schritte. Aber zumindest bringt der Sport auch was für die Persönlichkeit. Das hört sich auf jeden Fall super an. Und ja, auf was sind Sie denn jetzt hier bei der Veranstaltung gespannt? Also jetzt der letzte Kampf. Worauf freuen Sie sich denn so noch mit am meisten? Ja, die Stimmung. Ich treffe hier auch ganz viele Freunde und Bekannte. Ich freue mich einfach, dass unsere Lokalmatadoren heute alle siegen. Kollege aus Mannheim und der Ahmad Ali. Und da freue ich mich am meisten. Wir uns auf jeden Fall auch. Und vielen Dank für das kleine Interview. Und dann wünschen wir Ihnen noch ganz viel Spaß bei der Veranstaltung. Vielen Dank. Tschüss.